Gast wieder einmal einen richtigen, einen ganz richtigen Newcomer, einen, den man bisher noch nie gross gesehen hat, von dem, wo man noch nie gross gehört hat, und einen, der erst in den letzten paar Wochen so richtig Furore gemacht hat. Er hat nämlich einen Wettbewerb gewonnen und seitdem steht er auf vielen Bühnen, ist in vielen Radiostationen zu hören und auch bei uns mit dabei. Herzlich willkommen, Sebastian Müller. Hallo, grüß dich, Werner. Ich freue mich, dass ich da seid, ja. Sebastian Müller, ich habe es gesagt, du hast einen großen Wettbewerb im Bayerischen gewonnen von BR Schlager, der Schlagertraum. 22 haben sie, glaube ich, das erste Mal so richtig durchgeführt. Genau, das war das allererste Mal, quasi ein Wettbewerb in den Kinderschuhen. Ja, und das ist natürlich cool, wenn man dann gleich so der Erste ist an dieser Reihe, wo sich vielleicht noch etliche anschließen werden. Ich weiß nicht, wie es dann weitergeht, aber ich glaube, der Wille ist fest da, dass das wieder gemacht wird. Schauen wir mal. Jetzt hast du dich als Newcomer beworben, 350 Bewerber hatte es, aber überhaupt, dass man sich überhaupt bewirbt, da muss man ja auch etwas davor gemacht haben, oder nicht? Wie war das bei dir? Also ich habe schon immer gern gesungen, gern im Chor und immer schon gern auf der Bühne gestanden, gern im Rampenlicht und immer schon gern Schlager gehört. Und die Kombination daraus war die Motivation, sich dann beim BR Schlagertraum zu bewerben, weil man halt einfach gedacht hat, große Bühne, Schlager, das passt doch. Und das ist genau das Richtige. Dann fangst du mal an und schaust mal, was rauskommt. Du machst ja auch selber schon eine längere Zeit Musik, spielst, glaube ich, Gitarre. Genau. Und wie ist deine sonstige musikalische Karriere bisher gelaufen? Ja, einfach in der Gegend. Bin immer aktiv im Chor, auf Bühnen und bei Schulkonzerten habe ich gesungen. Und bei Weihnachtsfeiern mit der Gitarre gespielt und so weiter. Also einfach immer irgendwas gemacht, immer ein bisschen in Bewegung geblieben im musikalischen Sinne. Und ja, mir hat das halt immer Spaß gemacht. Und das ist einfach das Hobby, das Singen, das nie seinen Reiz verliert. Weil alles andere ist irgendwann mal nach einer Zeit langweilig, aber das Singen, das wäre einfach immer schöner. Also, ich habe es richtig verstanden, du hast jetzt inzwischen einen Beruf erlernt, bist berufstätig, aber das große Hobby Musik. Genau, so schaut es aus. Also, ich arbeite ganz normal, dass halt einfach das tägliche Leben läuft, dass ein Geld da ist, klar. Aber natürlich, jeder hat ein Hobby und mein Hobby ist einfach die Musik und das Singen und das macht einfach immer Spaß. Ich habe gesagt, 350 Bewerber, wie lief es nachher? Dann musste man abstimmen wahrscheinlich, oder wie ging das? Also das war eine Kombination aus der Jury und Abstimmen von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Die Jury hat die Top 10 quasi bestimmt aus den 350 und dann in den Top 10 hat dann die Jury und die Zuschauer und gemeinsam quasi bewertet und am Schluss ist dann eine Top 3 herausgekommen und dann in dieser Top 3 hat dann die Jury nichts mehr zum Sagen gehabt, sondern nur noch die Zuhörer und dann, ja, und dann habe ich mich durchgesetzt. Und die Jury ist ja auch nicht ganz ohne, die hat sehr prominent besetzt. Ja, da waren viele bekannte Gesichter dabei oder bekannte Stimmen, wie man jetzt im Radio besser vielleicht sagen darf. Das war die Claudia Jung, der André Stade, die Tanja Lasch, der Kenno Tremba, der Plattenchef vom Plattenlabel Tilamo, da wo ich jetzt auch unter Vertrag bin. Und zu guter Letzt der Harry Blaha, das ist der Musikchef da bei BR Schlager in dem Radiosender, die den Wettbewerb veranstaltet haben. Und genau. Und das war natürlich eine super tolle Jury, die sie natürlich auskennt und da dann diese Top 10 ausgewählt hat. Und nachher ging es auf die Top 3. Wie nervös warst du? Im Wettbewerb war ich gar nicht so nervös. Also bis zu dem Siegertag, wo dann der Sieger bestimmt wurde, war ich gar nicht so nervös, weil ich mir immer gedacht habe, ja,
machst du mal nicht zu viele Hoffnungen, weil am Schluss bist du nur enttäuscht. Und darum habe ich einfach immer tief gestapelt. Und natürlich, wie wir da bei der Siegerverkündung dann da gesessen sind, da war ich schon sehr nervös und habe schon ganz doll gehofft, dass dann mein Name aufgerufen wird. Und dann kam der Name, was dachte man da? Oder was hast du gedacht? Ich hab irgendwie so, oh Gott, irgendwie geschrien. Und ja, ich habe einfach nicht glauben können. Aber der erste Gedanke war eigentlich, oh Gott, ich muss jetzt ins Studio rein, gleich live, weil uns haben sie halt davor gesagt, wenn es verkündet wird, wir haben nicht so viel Zeit zum Überleiten, bitte dann zügig ins Studio, dass wir dann das weiter machen können, die Show. Und da war ich nur der Gedanke so, oh Gott, in ihr raus, ins Studio rein und los ging es mit der Show. Also, da hast du schon einiges erlebt. Als Gewinner vom BR Schlagertraum bekam man ja auch einen Preis und der war unter anderem die Produktion einer ersten Single. Genau, das war natürlich das Herzstück des ganzen Gewinns, war das Lied mit dem André Stade. Das war ja eigentlich geplant, dass das der André Stade alleine schreibt und dann halt ich singe und er produziert es weiter. Aber dann im Backstage-Bereich von der BR Abendschau haben wir ja uns lange unterhalten, in welche Richtung gehen wir, wie machen wir das jetzt? Und dann hat halt der André gesehen, dass ich halt auch viele Ideen habe und dass ich mich da gerne einbringen würde. Und dann hat er dann kurzerhand entschlossen, der Sebastian, der schreibt jetzt das Lied mit. Tilamo war Gott sei Dank einverstanden, das ist ja bei einem Newcomer nicht selbstverständlich, da bin ich wirklich sehr dankbar, auch an André, dass er mich da so mitlassen hat und ja, und darum ist in Gutschast aus ganz viel von mir drin und da bin ich total stolz drauf. Und es ist ja auch bayerisch, nicht hochdeutsch, wie wir sagen. Ist das vielleicht auch der Weg, den du gehen möchtest? Oder gibt es die nächsten Sachen, die geplant sind, vielleicht dann eher auf Standarddeutsch? Genau. Also wir haben jetzt mit Bayerisch angefangen. War halt irgendwie naheliegend. Man hört es auch meiner Stimme, ich konnte es ja nicht ganz verbergen. Möchte ja auch gar nicht. Das ist ja, ja, das bin nicht einfach ich. Aber vielleicht werden wir dann beim nächsten Lied vielleicht ein bisschen mehr ins Hochdeutsche gehen, dass die Leute das einfach besser verstehen, weil das Lied kommt super gut an, aber viele Leute haben gesagt, wow, ich verstehe das nicht ganz oder ja, war schöner, wenn ich es besser verstehen würde, auch wenn ich kein Niederbayerisch spreche und vielleicht macht man das dann ein bisschen so, dass wir da mehr Menschen mitnehmen, dass da mehr Menschen Freude drauf haben. Aber gut schaust aus, versteht ja fast jeder, würde ich mal behaupten, und ist so wie eine Redenswendung wahrscheinlich, oder? Genau, das sagt man in Niederbayern bei uns daheim ganz oft, wenn man einfach jemandem ein Kompliment machen will oder wenn einem irgendetwas gefällt. Zum Beispiel mein Cover, das schaut gut aus. und das ist einfach ganz populär und haben wir denkt, für die erste Single fürs Vorstellen ist das doch optimal. Eine erste Single und neben der Single kam ja auch noch dazu, dass man ein Video drehen konnte. Genau, das war auch ein ganz aufregender Tag. Da habe ich dann zwei Freunde von mir gefragt, die diese paar Szenen gedreht haben und dann meine Szenen waren dann an der Isar, bei mir in der Gegend. Die Isar läuft ja durch Landshut und München. Genau, da bin ich dann, da sieht man das Wasser und die Kiesbänke und das war so eine tolle Stimmung da bei dem Ort. Das war so eine super Atmosphäre und ja, jetzt mal, wenn ich das Video schaue, denke ich mir, oh, das schaut so schön aus. Mir gefällt es immer noch total gut und das war eine richtige Entscheidung. Ich glaube, du bist auch ein sehr naturverbundener Mensch. Als Hobby gibst du an Wandern, Schwimmen, Natur. Genau, also ich liebe das einfach. Darum, die Frage kommt auch manchmal Stadt oder Land und darum ziehe ich immer das Land vor, weil ich einfach das so gern mag, wenn ich meine Ruhe habe, ich bin so gern unter Menschen, ich habe so gern eine Gaudi und ich mag, dass es bei mir rund geht, aber genauso gern bin ich einfach in der Ruhe und tanke da einfach wieder meine Energie
Und wo geht es besser, wie in der Natur oder wenn man eine Wanderung macht, da kriegt man einfach den Kopf frei. Und ihr Schweizer wisst es ja am allerbesten, wie schön die Berge sind, wie schön die Alpen sind. Und man fährt immer wieder gern hin und ich beneide euch natürlich, ihr seid noch näher drüber wie ich. Ich habe ein bisschen länger zum Fahren. Ja, ich überhaupt nicht. Vom Fenster aus, oder? Stehst du auf, Rollo auf und dann geht's vom, los. Vom Fenster aus, definitiv. Ja, genau. Die Single, das Video und nachher ging es auf die ganz, ganz große Bühne. Kannst genau. du da erzählen? Ein riesen Auftritt mit bekannten Künstlern, neben den bekannten Künstlern wie Howard Carpendale und weiß ich was alles. Also das war, glaube ich, schon wahnsinnig. Das war eine wahnsinnige Erfahrung. Schon, wenn du in der Früh den Backstage-Pass kriegst, da fühlst du dich natürlich VIP 3000 irgendwie. Das war so cool. Der erste Backstage-Pass. Ja, dann, das ist ja schon so aufregend, dieses ganze Catering. Oh, was gibt's zum Essen? Wo steht im Kühlschrank für Getränke? Und hat das so ein Zeug. Wo ist für die anderen nichts mehr Besonderes, das ist klar. Aber du schaust halt alles irgendwie genau an und du saugst das so auf. Und dann gehst du vor zu der Bühne und dann machst Soundcheck und dann hast du zum ersten Mal In-Ears in deine Ohren. Und dann denkst du, um Gottes Willen, wieso in die Einigung? Wie nimmt man das her? Wie benutzt man das? Und ja, und dann auch noch diese Masse an Menschen und das war so cool. Und die haben Plakate gehabt und die haben mitgetanzt, mitgesungen. Meine ganze Familie, meine Freunde haben mitgefiebert und da war einfach eine super Stimmung und die haben das alle gefeiert und das hat es mir natürlich leicht gemacht. Genau. Da wird es dann ganz gefährlich, wenn man so große Auftritte mal hat. Da wird man irgendwie süchtig. Hast du das auch schon gefühlt? Ich möchte schon wieder. Ja, also das kann ich bestätigen. Also am Anfang denkt man sich, um Gottes Willen, was habe ich mir da angetan? Komm bitte jemand anderes singen, ich gebe mein Mikro gerne her, auch meine In-Ears, die ich sowieso nicht bedienen kann. Und dann, na, wollte keiner mehr. Ich habe das Mikro nicht mehr angebracht, hab selber singen müssen. Aber wie gesagt, das hat Spaß gemacht und man möchte es immer wieder. Und ich hoffe, dass ich die Möglichkeit noch ganz oft habe. Hoffen wir doch auch. Wie genau. Sieht es denn aus? Jetzt ist deine erste Single draußen. Du gehst wahrscheinlich von Radiostation zu Radiostation, um etwas dich vorzustellen. Und dann plant man ja auch etwas weiter, oder noch nicht? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, ich bin momentan immer so auf Sicht gefahren, weil ich ja nie gewusst habe, ja, wie kommt es an und gibt es eine zweite Single? Das kann ich jetzt Gott sei Dank mit Ja beantworten. Also es gibt eine zweite Single. Das ist schon mal ein riesiger Erfolg. Das war ja erfolgsabhängig am ersten Titel. Und das freut mich und ich nehme jetzt einfach alles so mit Freude an, was kommt, weil das war ja so mein Mantra und ist ja immer noch. Ich möchte einfach Freude dran haben, weil ja, ich habe meinen Beruf und so, das ist ja, das, ich habe mein Auskommen und ich mag einfach mit dem jetzt Freude dran haben und noch habe ich einfach jeden Tag Freude dran. Ich freue mich jeden Tag drüber und ich hoffe, dass das lange noch so bleibt. Kann man denn jetzt schon etwas verraten, wie es weitergehen soll? Du hast gesagt, es gibt einen weiteren Titel. Genau. Was kommt da auf uns zu später? Vielleicht in 2-3 Monaten oder wann auch immer? Ja, schauen wir mal, wie die Zeit ist. Also das ist noch ganz frisch. Die Entscheidung war ja erst dann in der Woche vor der BR Schlager Arena, habe ich das auch erst erfahren mit der neuen Single. Und durch das ist das eigentlich ganz am Anfang. Also ich kann euch leider noch gar nichts sagen, welche Richtung oder so, aber ich hoffe einfach, dass ihr gespannt dranbleibt und das dann natürlich auch wieder spielt. Und dranbleiben kann man natürlich einerseits, wenn man deinen Titel hört, wenn man deinen Titel wünscht und wenn man dich verfolgt auf den Social Medias, da habe ich recht lange gesucht, bis ich dich gefunden habe. Ja, ist bei Sebastian Müller leider so die Nebenerscheinung, man, es gibt irgendwie 10.000 andere, gell? Aber also ich heiße immer Sebastian Müller.music und da findet ihr mich auf Facebook,
und auf Instagram und auf TikTok sogar, obwohl ich mit dem da ein bisschen fremden tue. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem anfangen soll. Aber ich bemühe mich. Und ich bemühe mich, dass ich euch da bei einen attraktiven Inhalt liefere, den ihr auch gerne anschaut. Da könntest du ja deine Kollegen fragen. Mir kommt direkt Max Weidner in den Sinn, der ja auch irgendwo aus deiner Region stammt, habe ich das Gefühl, oder? Genau, wir haben uns tatsächlich schon ein paar Mal getroffen. Wir sind uns mal auf so einem Gartenfest über den Weg gelaufen. Das war total lustig. Und letztens beim Konzert in Deckendorf war er auch als Gast da und da haben wir ihn auch gesehen und ein bisschen geratscht. Und ja, ist voll cool mit dem. Cooler Typ. Was sind denn da so deine Vorbilder? Ja, das ist schwierig irgendwie. Das weiß ich gar nicht so genau. Also ich mag das sehr gern. Vielleicht kann man das beim zweiten Lied noch besser einbringen, dass sie ernste Texte macht, beziehungsweise Texte, die Tiefgang haben oder einfach, also einfach eine Message oder Statement. Mhm. Das mag ich total gern. Das hat ja der Udo Jürgens immer super gemacht. Ich fand den Udo Jürgens halt vom Text, ist das halt der Wahnsinn. Immer treffende Texte, aber trotzdem lustige und stimmungsvolle Lieder. Aber jeder hat gewusst, wo es gemeint ist. Also er hat es nicht unverschämt rübergebracht, aber er hat ernste Inhalte einfach lustig rübergebracht. Und das ist eigentlich schon was, wo man sich beim Textwriting wirklich ein Vorbild nehmen kann am Udo Jürgens. Das finde ich sehr beeindruckend. Ja. Also du möchtest auch, wenn es immer möglich ist, stark mitreden, was du singen und texten möchtest. Also es wird auch wieder so sein, dass ich beim zweiten Lied wahrscheinlich mich wieder beteiligen darf und soll. Das ist ja total nett und ich freue mich da wieder total drauf. Und dann wird es hoffentlich auch ich sein. Also dass die Leute sagen, das ist genau das Lied, das der Sebastian singen soll, weil das der Sebastian ist. So kennen wir den. Und das, wenn das Leute zu mir sagen, dann ist das mein größtes Lob. Sebastian, danke vielmals, dass du Zeit für uns hattest und dir alles Gute und toi 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 fürs Durchstarten mit dem Titel Gut schaust aus. Danke Werner, danke, dass ich da sein durfte. Das ist für mich wirklich eine Ehre, dass mich die Leute einladen. Ganz ungewohnt, freut mich und Grüße an alle Hörer und habt Spaß mit meinem Titel.